3, 2, 1, heute sind wir wieder live. Hier war gerade ein ganz kleines bisschen Wuseling, also wundert euch nicht, die liebe Kerstin kümmert sich nochmal um unsere Gäste vor Ort. Das heißt, wir fangen ganz einfach schnell an mit uns, ne? Genau. Wir kochen nämlich live, also auch Sie können gerne dabei bleiben, wenn Sie mögen. Wir machen heute nämlich was ganz Leckeres. Kerstin hat das ja schon mal reingestellt, was wir heute alles Schönes kochen. Für die, die also dabei sind und mitmachen möchten, habt ihr hoffentlich all eure Zutaten schon parat liegen. Wie ihr seht, ich habe schon mal alles aufgebaut. Wir wollen nämlich heute falsche Leberwurst machen und uns auch leckere Brezel befüllen, damit die nicht einfach nur langweilig schmecken. Von daher würde ich sagen, fangen wir einfach mal ganz spontan und easy peasy an. Jetzt sehe ich, der Erste ist schon online. Ich begrüße dich. Hallihallo. Ich bin's, eure Maria von der Bezirkshandlung Rostock-Neubrandenburg, heute aus Bützow. Und die Sonne scheint bei euch hoffentlich auch. Und dann lasst uns die Sonne hier in unseren Raum mit reinholen. Ich hoffe, ihr versteht mich. Wenn nicht, dann müsst ihr ein Zeichen geben. Wenn irgendwas zu laut oder zu leise oder ihr zu weit weg seid. Ich muss mal gucken, ich hole euch noch ein Stück dichter ran. Nicht erschrecken, es poltert jetzt ein bisschen. So. Ist das so in Ordnung? Ja, sieht ganz gut aus. Ja, abgesehen von unseren zwei Gästen, die wir gerade da haben, ist keiner weiter da. Kein weiterer Teammanager, kein weiterer Partymanager. Wo seid ihr denn heute alle? Leistet uns gemütlich hier ein bisschen, dass wir die Zeit zusammen verbringen können. Oder seid ihr alle am Strand? Das kann natürlich auch sein. Ich würde vorschlagen, wir fangen mit den Brezeln an. Weil die Leberwurst habe ich gestern schon vorgekocht. Bis 11:30 stand ich in der Küche, weil das Kind so lange nicht einschlafen wollte. Sie hat wohl so lange gekuschelt mit mir. Ich habe also die falsche Leberwurst schon einmal vorbereitet. Ich zeige sie euch mal. Die ist natürlich aber nicht mehr voll, weil ich habe meine Kollegen heute Probe testen lassen. Ist der Schnittloch verfallen hier. Schön angerichtet gehabt. Schaut mal, so sieht die aus. Wie gesagt, die Schüssel war erst voll, aber die war so lecker. Was soll ich sagen? Sieht auch aus wie echte Leberwurst, obwohl es die falsche ist. Und witzig, sie riecht wie Leberwurst. Meine Kollegen sagten, ich muss zwischendurch die Dose zumachen, weil es zu doll nach Leberwurst zum Frühstück gerochen hat. Weil die alle ein bisschen mehr lieblich frühstücken. Okay, wir fangen aber wie gesagt mit den Brezeln an. Das Rezept habe ich mir aus unserem Heftchen rausgesucht. Super tolle Turbo-Küche. Das ist ein super schönes Häppchen, was es damals immer dazu gab, wenn man unseren tollen Turbo hatte. Dann konnte man sich das nämlich dazu holen. Ne, unser Turbo, ich sage immer, der Rasenmäher für die Küche. Damit macht Zwiebeln schneiden wieder Spaß. Keine Tränen, außer beim Zwiebeln schälen natürlich. Das kann euch keiner abnehmen. Also, die überbackenen Brezeln. Ich habe also die herkömmlichen TK-Brezel geholt, weil sonst würde das echt lange dauern hier heute. Und das wollen wir nicht, es soll ja mal schnell gehen und Spaß machen. Und dafür brauchen wir jetzt erstmal ein bisschen Kochschinken. Den packen wir also aus. Ihr habt also alle 40 Gramm Kochschinken bereit. Hier sind jetzt drin 200 Gramm. Tschüss! Man muss jetzt immer die genaue Menge nehmen. Ne? Da kann man das auch immer alles ein bisschen entspannter sehen. Ich sage jetzt einfach mal, wir nehmen mal zwei Scheiben. Mal 100, wären das? Ja, das passt schon. Die schneide ich jetzt nämlich ganz grob einfach nur mal vor. Ich habe hier ein Tupper-Messer natürlich. Das gibt es aber leider so nicht mehr. Aber wir haben andere richtig schöne andere, genau. Welches hast du das? Ich habe mir das aus deiner Küche hier und aus unserer Küche, wir sind ja hier im Meeting Center, gemopst. Guck mal, ich nehme das zum Beispiel aus der A-Serie. Ja, das ist ja quasi die Größe, ne? Ja. Na, ein bisschen kleiner ist es noch. Könnt ihr ganz genau sehen, ne? Und das Schöne ist, das hat ja so einen schönen Haken, ne? Jetzt rutschen da die Kappen nicht mehr runter. Ne? Ich habe noch hier, ist das der Vorgänger gewesen? Ja. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Da ist es so, die haben ja immer einen Klingenschutz. Und der ist leider ganz oft immer in der Schublade verrutscht. Und jetzt mit dem neuen Haken ist das super. So, das habe ich ja von unserer Kerstin gelernt, dass auch sie ja keinen Kochschinken mehr klein schneidet. Genau. Weil wir ja unseren Turbo haben. Liebe Kerstin, ich habe gesehen, der Turbo ist jetzt in einem richtig tollen Angebot demnächst. Oh ja. Oh ja, den ganzen Juni könnt ihr ihn günstiger kriegen. Günstiger kriegt ihr ihn ja eigentlich immer. Stimmt. Ne? Drei Möglichkeiten hat man. Richtig. Welche, Maria? Einmal, ihr seid meine Gastgeberin und wir kommen auf nur 250 Euro
und schon habt ihr ihn zum halben Preis. Sehr gut. Das sind dann 32,45. Das klingt gut, oder? Statt 64,90. Hm. Das ist echt eine Menge Geld. Wollt auch ihr sparen? Ich habe noch eine Idee. Und zwar, wie wäre es denn mit, ich meine, gut, jetzt 32, das ist schon unschlagbar. Genau. Aber wie wäre es mit... 30 wäre auch noch eine Möglichkeit. Da muss man nicht Gastgeber sein, sondern sich nur seine Tourwünsche erfüllen. Hm. Das Highlight jetzt im Juni. Genau, das war ja das, was ich zuerst meinte. Schönen neuen Produkten, ne? Für 30 Euro on top dazu. Hm. Oder ihr wollt viel, viel mehr Tupperware haben, habt dann den automatisch mit drin, zahlt zwar 45 Euro, aber habt einen Wert von fast 200 Euro in eurer Tasche. Ich weiß, was da Schönes noch drin ist. Na? Der schöne Schälfix, also unser Sparschäler für Spargel und Co. Spargelzeit ist gerade, wisst ihr das? Dann müssen wir mal kurz ein bisschen mehr machen. Kühlschranksystem für Wurst und Käse. Ja, der Cool and Fresh. Unser kleiner Topschaber, der ist da noch mit drinne. Dann ist noch drin die große Klimabox und wir haben noch ganz viele kleine Klimaboxen in der Werbung. Und wenn ihr heute Abend mal auf unserer Seite schaut, da kommt noch ein schönes Angebot. Das darf ich heute Abend im Meeting erst erzählen, Maria. Ach, na, das sieht ja gut aus. Ich wollte gerade sagen, jetzt haben wir jetzt so viel gequatscht. Jetzt ist es schon fast ein Wurstmus geworden. Geh mal hin, damit das wirklich zu sehen ist. Schaut mal, wie schön klein das geworden ist. Oh, jetzt kommt hier schon die Hälfte raus, wie schön klein das geworden ist. Genau. Und denkst du auch ab und an Fotos machen? Ja, das mache ich natürlich. Das habe ich nämlich hier drunter versteckt. Das Telefon. Jawohl. Dann machen wir das nochmal. Hallo, da sind unsere ersten Kollegen. Ich grüße euch. Genau, die Tina und die Conny. Hallo. So. Zusammen. Hallo. Das haben wir jetzt also schön klein. Genau. Und jetzt kommt da noch ein bisschen Schnittlauch mit rein. Den machen wir auch nochmal klein. Ich müsste das jetzt nochmal umfüllen. Jetzt habe ich schlecht vorbereitet. Den würde ich dir vorbereiten mit der Schere. Weil sonst geht das nicht so gut. Okay, dann schneidest du mir da nachher was mit rein. Ich kann aber auch hier den Deckel, das brauchst du ja. Ich mal oder magst du mir aus der Küche nochmal ein? Behält dich. Ich habe mir natürlich die Hände gewaschen, ne? Nicht, dass ihr denkt, wir arbeiten hier mit Gartenhänden oder sowas. Ach Maria, wer glaubt denn sowas? Na, wer weiß. Obwohl Dreck ja bekanntlich den Magen reinigt. Ne? Genau, zeig Foto. Juhu, super. Genau. Unsere Fotografen sind genauert. So, ich mache dir das hier schon mal hier rein. So. Natürlich sage ich immer, zum Togo gehört auch unser Topschaber, weil ihr kommt da ideal in jede Ecke mit rein. Maria, und soll das da mit rein? Ja, das kann da schon mit rein. Es kommt ja nachher eh alles zusammen. Und soll ich euch mal was sagen? Ich benutze ja nicht umsonst den kleinen Topschaber. Warum? Natürlich ist auch der endlich im Angebot. Ich weiß noch, vor nicht allzu langer Zeit, da hatten wir den großen Topschaber im Angebot. Im Dreier-Set? Im Dreier-Set, in einem richtig tollen Farbe in Aprikot. Und schaut mal, die Tina hält da gerade was rein. Ja, auch der kommt im Dreier-Set ins Angebot. Das ist total genial. Drei kriegen zwei bezahlen. Hm. Aber genau. Nur diese Woche, ihr Lieben. Nur diese Woche. Und ihr könnt auch noch mehr sparen, wenn ihr, wie gesagt, schon das Angebot mit unserem Togo und den ganzen anderen Produkten nutzt. Weil dann spart ihr nämlich nochmal auf den Preis, auf den Z-Preis nochmal 20%. Klingt das gut? Wir verraten euch wie, aber nicht mehr jetzt. Das würde jetzt zu viel Zeit in Anspruch. Schreibt uns eine Message. Genau. Oder ruft uns an. Und wenn ihr zu Maria ins Team wollt, die ist rund um Rittnitz-Stammgarten und Rostock aktiv. Richtig. Aber selbst wenn ihr im tiefsten Süden wohnt und arbeitet, reicht das? Sieht gut aus, ja. Okay. Zoom-Call, WhatsApp-Telefonie, Telegram, WhatsApp, Facebook, worüber wir alles erreichbar sind. Die Medien stehen uns ja nicht mehr im Weg. Über den Gartenzaun. Über den Gartenzaun, ja. Die haben wir doch schon alle im Team, Janine. Oh, nö, ich hab nicht mal einen Zaun. Genau. So, das sieht gut aus. Den nehmen wir hier wieder beiseite. So, ich habe dann schön umhergekrümelt. Das ist nicht so schlimm. Wo gearbeitet wird, fallen auch Späne bekanntlicherweise. So, und jetzt kommen dann nämlich 2 bis 3 Teelöffel Schmand dazu. Den habe ich natürlich jetzt einfach mal so angekauft. Bin noch schnell eben im Laden gewesen. 30 Gramm. Ach, deswegen der Schnittlauch. Genau, das waren jetzt circa 30 Gramm.
Ne? Man muss nicht immer alles so Pi mal, also ich könnte dann noch so auf den Cent genau und aufs Gramm genau, weil das ist ja sehr, 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 sehr leicht. Ja, aber ich schnippel noch ein bisschen. Genau, und das waren jetzt Teelöffel. Ich habe natürlich die schönen Hängelöffel dabei. Ach, ich zeig doch nicht immer Produkte, die es nicht gibt. Aber ich habe eine Wunschliste und warum sollen sich nicht alle Kunden bei mir melden und sagen, Maria, ich möchte gerne auf deine Wunschliste. Stimmt. Weil immer, wenn ich weiß, ihr möchtet etwas haben, dann versuche ich das meiner Chefin, hier Kerstin, auch ab und an mal zu sagen. Und wir hoffen ja immer, dass unsere Chefs irgendwas ausrichten können beim Tupperware-Chef. Vielleicht sehen sie ihn ja ab und an mal oder telefonieren das. Da machen die ja mein Geheimnis draus. Ja. Ne? Und manchmal hilft es ja, wenn man vielleicht mal sagt, oh, da ist draußen in der weiten Welt. Und nicht nur zu Ostern, zum als Eierhängerlöffel. Ja, genau, die braucht man immer, ne? Ja. Also das finde ich auch. Vielleicht hätten wir eine Schüssel nehmen sollen, aber naja. Ja, hätte man, ne? Aber du hast nicht gesagt, wofür du das wolltest. Das stimmt. Aber so sieht man, dass man auch mit den wenigsten Sachen alles erreichen kann. Tschüss! So, jetzt muss ich hier nochmal duschen. Und dann sollen da Semmelbrösel noch mit zu. Wir sind zu Hause gerade auf dem Dinkeltriff. Von daher habe ich das erste Mal Dinkelbrösel geholt. Also wir hätten jetzt natürlich auch ein altes Brötchen vom Vortag nehmen können. Und das zum Beispiel... Was lachst du denn da so? Solche Sachen sind sogar meistens im Angebot. Sachen vom Vortag, dann spart man auch noch wieder. Genau, Rumfort. Wir verarbeiten alles, was rumliegt und fort muss. Weil auch heutzutage können wir nichts mehr wegschmeißen. Zum Beispiel war heute von meinem Mittag Reis übrig geblieben, habe ich auch mit nach Hause genommen. Was gibt's denn da morgen? Also morgen gibt es noch Reste, da habe ich Spinat mit Nudeln und auch Kochschinken, weil es bleibt ja heute noch Kochschinken übrig. Ja, okay. Schnell mal in den Topf gehauen und fertig. Jawohl. Und am Wochenende hatte ich halt noch Kinderfee übrig mit Reis. Und warum soll ich den wegschmeißen? Das wäre ja Quatsch. Die zeigen hier gerade alle auf uns. Ich weiß nicht, was los ist. Ah. Nee, die wollen wir hier nicht. So, ein Teelöffel Semmelbrösel, also dicke Brösel. In der Hoffnung, dass es... noch gesünder schmeckt. Nein, schmeckt mir richtig gut. Vertraut mir. Das rühren wir jetzt einmal um. So. Das sieht sehr gut aus hier. Magst du mir bitte schon mal die vorbereiteten Brezel aus der Küche mitbringen? Ja, ich muss bloß hier den Backofen vielleicht schon mal anmachen. Ah ja, das ist auch eine sehr gute Idee. Wichtig ist immer, dass ihr den Backofen wirklich auch vorheizt. Ne? Weil es gibt ja auch bei uns Tupperware-Produkte, die das auch wirklich brauchen. Ich denke da zum Beispiel an unsere Ultras. Das ist ja eines meiner Lieblingsprodukte. Und wirklich, passt auf, dass ihr wirklich immer alles schön vorheizt. So, also wirklich klassisch einfach nur diese TK-Brezeln hat Maria hier schon draufgelegt. Mhm. Und da wird unsere Mischung da hinein gedrückt. Gedrückt, genau. Geschmiert. Und dann ist das eigentlich auch schon das ganze Hexenwerk. Mhm. Geriebener Käse kommt oben drüber, ne? Ja, ich weiß gar nicht, ob es sogar drauf... Ja, steht drüber. Mhm. Da soll jetzt nur ein bisschen Käse rauf, aber ich liebe Käse. Genau. Käse kann man nie genug haben. Und das ist halt auch das Schöne. Also gerade ich habe zu Hause meistens immer so Laugenstangen oder auch Brezel im Froster. Und ich sag mal, Kräuter habt ihr auch. Ihr müsst jetzt nicht Schnittlauch nehmen. Ihr könnt auch Petersilie nehmen. Oder Bärlauch. Wenn ihr... Genau, Bärlauch. Bärlauch. Hm? Oder wenn ihr 7 Kräutermischungen im Froster habt oder irgendwie was. Es ist wirklich so ein schönes kleines Rezept, was so die Reste aufpimmt, muss ich sagen. Hm? Ne? Vielleicht. Noch ein bisschen Creme fraiche, ne? Ja, das sieht zu trocken aus. Genau, ich habe wahrscheinlich zu viel Kochschinken genommen. So, super. Ich denke, wir gucken mal. Genau. Und so, theoretisch soll ich aber auch nur 2 befüllen. Ach so! Aber das wird wir haben ja noch Menge, ne? Wir haben noch genug. Außerdem, jetzt sind ja auch schon 3 Kollegen hier da. Die Janine ist nämlich zwischendurch noch gekommen. Das ist ja das Schöne, wenn man hier zu uns ins Meeting kommt. Ja. Man lernt immer wieder neue Sachen kennen. Wartet mal. Ja. Guckt mal, so soll es am Ende fertig aussehen. Ne? Uns wird schöner. Unsere wird schöner. Unsere wird immer schöner, wegen der Liebe. Genau. Ne? Genau. Und das Schöne ist, man lernt die Sachen kennen, man kann sie ausprobieren. Man lernt von den Kollegen. Hm. Selbst, ich kann es immer nur wieder sagen, selbst unsere Chefin, die weiß auch noch nicht alles. Glaubt mir das? Du. Ohne Frage. Was war das neulich, wo Gesine das den Saladin erklärt hat, ne? Mit den Löchern? Wahnsinn. Genau. Mhm. Ne? Ich drücke das jetzt hier so zwischendurch da rein. Und du hast da unten die Backunterlage, ne? Richtig, das ist unsere Silikonen-Backunterlage. Wichtig, das ist keine Dauerbackfolie, ne? Dass ihr das da nicht vertauscht.
Ideal auch, wenn man Biskuitrolle macht. Oh. Jetzt ist ja Erdbeerzeit, ne? Genau. Bietet sich ja auch super an. Wenn man da schön den Biskuitteig anrührt, dann das da schön drauf backt und dann könnt ihr das im selben Zug gleich noch mit einrollen. Ich erinnere mich noch, als ich die Backunterlage noch nicht hatte, da habe ich dann auch Biskuit auf dem Backpapier ausgerollt und dann stand da in der Beschreibung irgendwie was von mit, nehme noch ein Handtuch, um das besser einzurollen. Mein Handtuch war nachher in der Biskuitrolle. Ich weiß nicht mehr, wie ich es gemacht hatte. Und die Marmelade war hin. Da musste ich mir das nächste Glas Marmelade suchen. Naja, so Klassiker, die einem nie wieder passieren, ne? So. Und das Schöne ist halt, die hat eine automatische, sag ich mal, Antihaftbeschichtung, so wie unsere übrigen Silikonformen auch. Die spüle ich immer erst mit Spülmittel, mit warmem Spülmittel aus und dann nochmal mit kaltem Wasser hinterher. Macht ihr das auch so? Ja, genau. Das soll nämlich dann so sein, dass sie dadurch eine längere Haltbarkeit haben und diese Antihaftbeschichtung geschützt wird. So, jetzt machen wir hier nochmal ein bisschen weiter. So. Weil witzig ist ja, dass die dann auch die Backform auch den Staub so schön anziehen. Wenn ich den manchmal aus dem Schrank hole, dann drücke ich die nochmal extra in irgendeine Ecke rein. Und dann ist meine Ecke auch noch gleich sauber, weil abwaschen tue ich sie ja eh. Das ist immer ganz witzig. So, das sieht doch schon ganz gut aus. Also es reicht jetzt leider nicht für alle vier oder alle fünf. Aber über den Rest machen wir einfach nachher ein bisschen Käse und Salz. Vielleicht war ich auch ein bisschen verschwenderisch hier. Aber zur Not haben wir ja noch genug. Dann können wir auch die Masse nochmal machen. So. Das Schöne am Kochen und Backen ist ja, man kann immer probieren und ablecken, ne? Das liebe ich ja auch so. So, dann schaut das nämlich jetzt hier so aus. Dann machen wir da nämlich gleich noch ordentlich Käse rüber. Schaut mal. Super. Und den Käse schneide ich natürlich mit unserer schönen Schere auf. Die hier irgendwo. Die habe ich schon wieder hinten an. Ah, ich wollte nämlich den Käse mir noch aufschneiden. Okay. Und dann musst du ja rasteln, ne? Genau, da habe ich die Reibe mitgebracht. Magst du mir da sonst mal ein bisschen Käse rüberreiben, bitte? Ja, sehr gerne. Ja, ich will nämlich nochmal die Schere zeigen. Ich finde die ja immer so toll. Ich komme mal ein bisschen dichter. Erstmal hat die hier irgendwie diesen, ich nenne es mal Friseurengriff, dass man halt noch ein bisschen mehr. Mal gucken, dass man das bei der Kamera sieht. Hier, mit dem kleinen Finger, da kann man immer nochmal, wenn man was Schwereres auch schneidet, immer nochmal ein bisschen Druck nachgeben. Und richtig cool finde ich es ja, erschreckt euch jetzt nicht. Aha, ich habe sie nicht kaputt gemacht. Nein, die ist extra so gefertigt, damit ihr die schön sauber machen könnt. Super, oder? Also ich liebe die ja. Und die ist so schön scharf. Ich benutze die zum Basteln und in der Küche. Und ist es okay, dass ich so viel mache? Wir lieben Käse. Okay. Wir lieben alle Käse. Und ich benutze die ja sogar manchmal im Garten. Ich weiß gar nicht, ob ich das so laut sagen darf. Doch, für Kräuter, ne? Zum Abschneiden genau, von ja. Kräutern. Super. Aber ich sag mal, gerade die Minze, wenn die doch schon recht holzig ist vom Stamm, sag ich mal. Aber das schafft die Schere gut. Genau, schafft die super. Aber man staunt halt immer, ne? Genau, hier war jetzt leider keine Füllung mehr, aber Käse kann da trotzdem drüber. Habe ich gedacht, ne? Ja, der riecht so gut. Ich habe auch extra ein bisschen Edamer genommen, damit es noch ein bisschen würziger wird. Wir hätten ja auch den Mahlchef nehmen können, ne? Dann hätten wir, aber das... Ja, aber so finde ich, geht es immer schön schnell von der Hand. Also ich finde es total toll, dass wir diese Reibe haben. Und neulich hast du mir noch so einen schönen Trick gezeigt mit der Reibe. Irgendwie mit andersrum halten, ne? Ja, habe ich auch wieder so ein bisschen gemacht. Genau, ne? Dass man das denn so... Fand ich total toll. Seitdem mache ich das auch nur noch so, ne? Dass ich das andersrum... Hier kann man ein bisschen rum. Und dann kann man das so umkippen. Mega. So. Genau, dann kommt das jetzt nur noch in den Backofen. Ein Foto, Maria. Oh ja, ne? Einmal für euch. Warte, wo ist es hin? Tina hilft sonst, ja? Genau, perfekt, sehr gut. Danke. Dann kriegen wir das auch nochmal vorher, bevor es in den... Ein super Team hier. Und wir brauchen Nachwuchs. Wir brauchen unbedingt Nachwuchs. Ob jung, ob alt, ob Mann, ob Frau, ob divers. Ganz jung. Am liebsten ganz jung? Nein. Also diejenigen, die gut Hausfrau werden wollen. Ach so, bei denen die Küche quasi noch leer ist. Genau, die kochen lernen wollen, die Tupper-Gerätschaften brauchen, ja. die Geld verdienen wollen. Richtig, aber auch all ihr da draußen, die schon alles haben. Weil wer hat das nötige Know-how? Genau du. Weil ihr arbeitet damit. Und was seid ihr für bessere Markenbotschafter?
Also ist zumindest meine Devise. Genau. So Maria. Viertelstunde. Kann mir einer von euch bitte einen Timer stellen auf 15 Minuten? Also quasi wie Alexa. Alexa, sage mal Bescheid. Genau. Und dann fangen wir nämlich jetzt schon mit der falschen Leberwurst an. Okay. Dazu haben wir hier heute eine Kochplatte aufgebaut. Jetzt müssen wir, glaube ich, die Kamera ein bisschen drehen, weil ihr unsere schöne Pfanne gar nicht sehen könnt. So. Die ist ja leider nicht mehr die. Ich wollte gerade sagen, jetzt sind wir eine Woche zu spät, ne? Na, ein Tag bis gestern. Ihr könnt ja heute noch anrufen. Heute? Die Chefin hat gesagt, bis heute können wir noch. Unsere richtig tolle Cookware, wenn man es so ausspricht, Serie, genau. Mega cool, weil sie keinen Kunststoffgriff hat. Also klar, Tupperware steht ja für den richtig guten Kunststoff. Aber hier, der wird nicht heiß. Und ihr könnt meinetwegen das Steak anbraten. Ganz wenig Fett oder irgendwas, meinetwegen auch gar nichts. Also gesund anbraten. Und dann Ananas drüber und Käse und ab in den Backofen. Hör jetzt auf mir. Oh, läuft das Wasser im Mund. Du machst das mit Griff, das Teil im Backofen? Ja. Oh. Das glaubt man gar nicht, ne? Ja. Und ganz ehrlich, all die Pfannen, die es gibt, wo man Griff ab und ran machen kann, ne? Bin schlecht verhungert. Ich wollte gerade, ja, erstmal ist man dann verhungert. Und zweitens, dann ist die Pfanne in dem Schrank und den Griff habt ihr in einer anderen Schublade und dann findet man das nicht mehr und ja, dann geht das kaputt und das ist ein Teil, das ist einfach stabil, ne? Hat eine schöne Antihaftbeschichtung. Klar, ihr solltet jetzt nicht mit dem Tellerbesen von uns da reingehen, das wäre ein bisschen schade, weil ihr dann die Oberfläche zerkratzt. Aber ganz ehrlich, mit guten Sachen muss man auch ordentlich umgehen. Also, wer da nochmal Interesse hat, dem schicke ich oder auf alle anderen Kollegen, den schicken wir nochmal unseren Premium-Katalog, wo die ganzen tollen Sachen drin sind. Weil die Chefin hat gesagt, bis heute Abend können wir noch bestellen, wenn wir wollen. Und wenn es genug ist, dann können wir das sogar als Party laufen lassen und dann kriegst du als Gastgeberin nämlich auch noch dein Geschenk. Hm. Ne? Ein Artikel aus dem Katalog zum halben Preis. Das ist schon schön. Aus dem Hauptkatalog. Aus dem Hauptkatalog, natürlich. So, also machen wir jetzt das Thema an. Die Chefin sagte hier an. Durchdrücken. Ich war zu zaghaft. Temperatur. Genau. Und dann kommt da ein bisschen Öl rein. Na, ich glaube, du müsstest vielleicht erstmal die Zwiebeln zerkleinern, ne? Damit das kommt auch. Willst du denn das Öl reinmachen, damit wir hier ein bisschen fixer sind? Na, du siehst nicht, dass ich hier gestresst bin gleich. Oh, du hast mir die schon geschält? Hm? Oh, mein Traum. Das Schöne an unserem Turbo ist, ihr müsst die einfach nur fütteln. Also natürlich, wenn das so eine riesen Gemüsezwiebel ist. Vorhin im Laden, wo ich war, die hatten so eine riesen Zwiebel, da habe ich gedacht, das kann ja eigentlich noch gar nicht schmecken. So groß gezüchtet. Wahnsinn. Das war gar keine Zwiebel. Das war irgendwas Notiertes, ne? Ja. Von denen kriegen wir noch locker die zweite mit dazu, also zumindest anderthalb. Genau, wenn du so schön klein bist. Ne? Genau. Und dann machen wir das da rein. Und ich habe meine... Das hat jetzt gar nichts, dass ich das nicht sauber gemacht habe, ne? Weil falsche Leberwurst, wenn da ein Hauch Kochschinken drin ist, ist das nicht so schlimm. Wir sind heute keine. Gut, nein. Alle zur Not habe ich ja schon einmal vorgekocht gestern. Stimmt. Die essen denn das. Okay. Und gestern habe ich rote Zwiebeln genommen. So, Achtung. Und mir fehlte das so ein bisschen beim Andünsten, wären die Zwiebeln ja glasig. Ich habe es bei den roten nicht gesehen gestern. Oder es war schon zu dunkel oder die wurden gleich schwarz. Oder das zweite Glas Weißwein war schon. Geschmack natürlich auch. Genau. Jetzt muss ich mal aufpassen. Genau. Unser Turbo ist jetzt nämlich doppelt scharf. Ich kenne es noch so. Unser alter Turbo war nur in Anführungszeichen von unten scharf. Der ist jetzt von oben und unten scharf. Mhm, genau, ist schön. Ist das schon heiß hier? Ja. Mhm. So, auch wenn ihr das jetzt schon riechen könntet. Nein. Natürlich habe ich einen Pfannenwender dabei. Assistier mal bitte. Der Chopschörer ist abhanden gekommen, wa? Machen wir so. Der liegt da drüben. Ja. Deswegen brauchen wir ja drei, ne? Aus dem Angebot. Ihr könnt ja mal zählen zu Hause, wie viel ihr habt. Wie viele Topfhaber? Ja, also ich habe mindestens 8, 9 zu Hause. Aber wegen der Farbe? Nee, ja, wegen der Farbe. Und B, ich brauche die immer, weil ich bin zu faul zum Abwaschen. Bei mir gehen die immer in Geschirrspüler. Ja. So. War da schon Öl mit drin? Ja, hab ich. Okay. Vielleicht zu wenig? Ich hoffe, ihr seht noch was, weil das jetzt gerade so dampft. Aber die werden schön braun, Maria. Ja. Vielleicht müssen wir die Temperatur leicht runterregulieren. Vielen lieben Dank. Auf 60? Ja. Wie gesagt, sie sollen ja nur angedünstet werden. Okay. Aber ja, ich habe das Gefühl,
Zwiebel, wenn die nicht richtig schön brutzeln, dann dünsten die auch nicht. Oh, was denkt ihr? Guck mal, wie schön braun die durch die Röstaromen sind. Da schon mal schön drin. Das ist auch das Tolle an unserer Beschichtung, ne? Wie toll die Aromen werden und die Farben. Sollen wir euch das mal ganz kurz zeigen? Ja, warte. Achtung, es wird heiß! So, also so sehen unsere Zwiebeln schon mal aus. Ja, und wenn ihr die jetzt in Ringe vorbereitet, dann habt ihr das Beste für euer Rumpsteak. Ne? Schöne, leckere Zwiebeln. Das stimmt schon. So, jetzt kriegst du nämlich noch ein paar Gewürze dazu. Okay, was? Und zwar kommt daran 3 Teelöffel Majoran. Natürlich in unseren Gewürzzwergen. Ich habe sie noch in schönen Bund. Schaut mal. Obwohl die 9 schwarz, schlicht, zeitlos. Genau. Elegantes Schwarz. Ja, elegantes Schwarz. Passt also in jede Küche. Die Farbe ist keine Ausrede mehr. So. So. Kommt da auch eine Flüssigkeit rein? Nein, da kommt keine Flüssigkeit rein. Und zwar dann noch Muskat. Das habe ich jetzt leider noch nicht umgefüllt. Ihr müsst mal weggucken. Ich kann nicht alles in den Behältern haben. Weil ich benutze sonst kein Muskat als gemahlenes. Ich habe da eine extra Reibe voll. Und die wollte ich jetzt nicht noch extra mitschleppen. Oh, gut. Und da hier ist schon ganz viel drin. Ne? Ein Viertel. Na, ein bisschen geht noch. Den Rest machen wir wieder zurück. Das ist eine kleine Sauerei. So. Und dann habe ich hier noch Piment. Das ist ganz witzig. Ich habe ja gestern, wie gesagt, vorgekocht. Und ich kenne nur Piment als Kugeln. Wenn man so Wacholder ins Wildgerücht macht und auch Piment und sowas. Und einen Moment, ein bisschen hiervon. So. Wie viel ist denn das eigentlich? Das war jetzt nochmal ein Viertel ungefähr. Mhm. Soll ich noch ein bisschen Öl ranmachen oder muss das so aussehen? Doch, wir machen noch ein bisschen Öl. So. Übrigens auch schön, ne? Hatten wir auch mal angeboten. Ich habe heute ganz viele Sachen dabei, die wir nicht haben. Ja, nicht mehr, vielleicht kommen die ja wieder. Genau. Aber wir haben eine schöne Alternative, die eleganten aus der Clear Collection. Soll ich die mal holen? Die sind auch elegant und wirklich ganz, ganz toll. So. Genau. Schaut mal, das sind diese beiden hier. Könnt ihr das so schön sehen? Oder Fläche von mir so? Ja. Da kann man lang und elegant. Genau. Wie ich. Genau. Oh. Also, die sind halt auch schön mit der Öffnung hier, ne, dass ihr auch das Öl super rausgießen könnt. Und so. Das verschließt sich halt auch schön. Genau, dann können wir das erstmal ausmachen. Mhm. Die müssen jetzt kalt werden. Ich habe sie gestern einfach ein bisschen draußen auf den Grill gestellt, weil ob nur drin oder draußen war irgendwie überall gleich warm. Stimmt. Und dann... zumindest müssen wir sie eigentlich hier rausnehmen, weil hier bleibt ja noch dann lass Wärme. Uns die doch schon mal hier reinmachen. In den Extra-Chef. Warte, Maria, mir ist es gerade einmal hier ausgekippt. Ja, ich bin immer so ein kleiner Chaot in der Küche. Das macht nichts. Ja. Das können wir ja schon mal wegpacken. Ich habe übrigens vorhin bei den Brezeln noch ein bisschen Salz rundherum gemacht, weil ich die Tür gefunden habe. Ja, sehr schön. Dann machen wir die am besten gleich mal hier rein. Soll ich es nochmal so ein bisschen? Ja, bitte. So. Genau. Dann kann das hier drin gut abkühlen. Guck mal, und ihr kriegt das hier gut rausgekratzt mit dem Topschaber. Und keine Angst, der Topschaber kann ja bis zu 220 Grad Hitze vertragen. Denn den kann man in der Pfanne benutzen, nur nicht drin liegen lassen. Das mag der nicht, das verzeiht der auch nicht. Denkt man immer gar nicht. Man denkt immer, der ist nur für Kuchenteig und fürs Nutella-Glas. Ja, dafür aber auf alle Fälle. Ja. So, und dann sollte man jetzt eine Dose, ich mach mal so, eine Dose Linsen abgetropft nehmen. Hatte ich gestern nicht zu Hause, aber ich hatte trockene Linsen zu Hause. Ach Gott, das ist ja umständlich, die fertig zu machen. Ja, aber es war da. Und warum sollte ich das jetzt wieder wegschmeißen? Also habe ich gestern gleich die ganze Tüte abgekocht. Ach so, für heute schon vorbereitet. Super. Ne? Schon abgewogen, sind jetzt 280 Gramm, wenn ich mich nicht strebe. Nein. Ja. Wir können das auch abtropfen lassen. Ach, nein, das ist doch super. Zum Beispiel in unserem Siebservierer. Ne? Hatten wir auch vor kurzem mal angeguckt. Und wir haben auch eine schöne Dosenöffnung, die aufzukriegen. Das stimmt. Aber mittlerweile ist ja hier überall so ein oller Haken drin. Ach, da bricht mir mal ab. Ich habe immer so ein Talent. Genau. Oder die Fingernägel brechen. Ja, ja genau. Das ist natürlich auch. Ne? Na, also ich habe die Linsen abgekocht. Jawohl. Das heißt, also auch die können wir hier reinmachen.
Okay, und vor allem weißt du, Maria, wenn du diese Linsen hast, was da drin ist. Ja, genau. Viele haben ja so Probleme mit Konservierungsstoffen oder eben auch eine Allergie gegen bestimmte Sachen. Und selbst wenn da drin steht braune Linse, wenn ich dann mal die Zutatenliste mir genauer anschaue, dann steht da, dass da nicht nur braune Linse drin ist, sondern davon Zucker, ja. Wie Ballaststoffe, Eiweiß, Salz vor allem, ne? So. Fett. Gut, okay. Ne? Also es geht, aber hier wisst ihr halt wirklich, was drin ist, ne? So, ich habe hier, wie gesagt, noch unseren alten Extra-Chef. Der hat sich ja nur auch ein bisschen verändert. Wie beim Auto. Wie das ist Auto? Auch immer wieder. Der Motor ist besser. Aber der Motor. Der neue Deckel sieht nämlich. Dann habe ich ihn hier. Janine holt Janine gerade. Assistiert. Super. Okay. Minimal anders aus. Ja. Ne? Also von oben kaum veränderbar. Allerdings von unten. Ne? Was damals hier gepasst hat. Passt dir nicht. Passt jetzt leider nicht mehr. Und du musst noch was haben, brauchst noch was zum Aufmachen. Richtig. Ich kann. Du kannst reindrücken, drehen und öffnen. Und drehen. Ich musste tatsächlich immer noch zum Beispiel einen Orangenschäler oder einen Messer nehmen. Genau, und dann geht das Ganze hier wieder rein. So, warte. So, Bajonett. Klack. Und wieder verriegelt. Wieder drin. Also, er sieht jetzt minimal anders aus, kann genau dasselbe. Ist aber immer noch rot. Ist immer noch rot. Ist das schlimm? Lila müsste sein, ne? Ach ja, oder schwarz. Magenta. Ja. Magenta. Was haben wir denn hier? Ist auch gekommen. Hallo. Geil gekriegt. Wir sind hier so am Kopf und Wirbel. Genau. Dann ist es schön eingestanzt, was ihr wieder machen müsst. Also immer im Gegengewicht, Hand drauf. Und Achtung, dass hier nicht die Pfanne jetzt entgegenkommt hier. Das wird jetzt nämlich schön klein püriert. Alles zum Backen und dein Wackeltisch hier. Ja, ja, ich habe ja schon den Präsentationstisch zu Hause in Neubrandenburg. Er muss nur noch mit dem Auto hierher transportieren. Ah, okay. Also ist so ein bisschen höher noch? Ja, eine richtige Arbeitshöhe wie der in Neubrandenburg. Schön. Also er ist auch für hier. So, gucken wir schon mal rein. Das sieht schon ganz gut aus, ne? Aber okay. Da geht noch was. Ja, was kommt da jetzt noch rein? Also, ich habe das ja, wie gesagt, schon einmal vorgekocht. Ich guck da noch mal rein. Ja, habe ich ja am Anfang auch schon mal gezeigt. Da habe ich ja sogar noch eine Schnittlauch reingemacht, damit es so schön aussieht. Ne? So. Und wie gesagt, meine Kollegen mussten ja heute vorkosten. Und da wurde gesagt, ein Hauch Cremigkeit fehlt noch. Von daher mache ich da jetzt noch einen kleinen Schluck Öl rein. Schmand? Wir haben doch den Schmand. Wäre auch eine Idee, ne? Ich hol den mal. Hast du den auch schon weggeräumt? Ja, klar. Oder Creme Fraiche hättest du auch nehmen können. Ja, aber, ja, aber wir haben ja den Schmand noch übrig. Ach so, ne? Der hat noch Schmand rein. Und ein bisschen mehr Salz und Pfeffer. Okay. Mache ich noch mit rein. Das ist aber je nachdem, wie man das immer so mag, ne? Mhm. Ach so, hier ist ein bisschen gröberes Salz drin, deswegen mal so machen. Ich kann dir sonst das andere holen. Hm. Passt schon. Das zieht durch. Okay. Und dann noch schön drehen, ne? Ach, warte mal, hier ist ja ein Löffel. Ein Löffel drin. Habt ihr mich erwischt? Ja. So, und jetzt machen wir mal noch ein verrücktes Experiment hier. Eins, zwei. Zwei, Tina, was zwei. Denkst du? Alles rein. Es ist noch cremiger. Alles? Ja. Das ist nicht so viel. Da passiert doch nichts. Na, wir machen mal drei. Dann sieht es ja nicht mehr aus wie Leberwurst. Na klar, kennst du keine Kalbsleberwurst, wie hell die ist? Okay. Jetzt kommt noch mit Geflügelleberwurst. Ja, die ist ganz weiß. Wir sind ja heute vegetarisch unterwegs. Ja, und nicht mit Tieren. Deswegen. Das ist übrigens auch aus dem Veggie-Buch. Ah ja, vegane Küche für alle. Also wenn ihr da noch mehr Interesse habt, dann schreibt uns gerne. Weil Maria hatte hier noch Kartoffelkasa ansonsten rausgesucht. Aus Kartoffeln, Cashewkerne, Zitronensaft, Schalotte, Schnittlauchröllchen, Salz, Pfeffer und Knoblauch. Aber wir müssen ja beim nächsten Mal auch noch was mit überlegen. Ja, wir wollten nicht zu viel. So, dann haben wir Bananen, Schokobrownie. Das ist doch eigentlich eher mehr dein. Er meint's, ne? Genau. Erwischt, ich bin die Zuckermaus. Genau. Aber ihr wisst ja, der Sommer steht vor der Tür. Ja, aber wenn man den Bikini auszieht, braucht man keine Bikini-Frigur. Eins, zwei, drei, keine Bikini-Frigur. Und dann ja eine Schürze oben von vorne. Also, so. Ich habe ja auch elegantes Schwarz. Das dann hoffentlich streng. Ja, habe ich alles falsch gemacht mit dem. Nein, nur so mit Tupper-Pink. Eben. So, schaut mal, wie schön fein das hier schon ist. Könnt ihr das sehen mit dem Licht?
Ich ja. Ja? Ja. So, wir müssen wieder nachher ein Foto dran denken. Ja. Ja. Und das füllt ihr jetzt einfach in, ich sag mal, die Schüssel eurer Wahl. Da haben wir eine breite Auswahl, weil ihr wisst ja, wir sind ein Schüsselkonzern. Genau. Und Schüsseln kann man ja nie genug haben. Oder ihr füllt es auch in zum Beispiel die kleinen Kunterbund. Schleifchen drum, Schild drauf. Und wenn ihr zur Freundin geht, sagt ihr, guck mal, ich habe hier Leberwurst für dich. Und am nächsten Tag ruft ihr an und fragt sie, wie sie geschmeckt hat. Weil ich habe es ja am Anfang schon gesagt. Und ich würde es auch euch mal zeigen. Steckt mal die Nase rein. Die schmeckt, die riecht auch nach Leberwurst. Weil da Zwiebeln gedünstet sind, glaube ich. Ne? Da liegen auch, ich probiere dann mal für euch. Ja, mach das mal. Versuch mal das Versuchskaninchen. Stimmt. Ne? Okay, machen wir noch ran. Dann holen wir jetzt doch deins, wa? Weil schmeckt noch nicht so richtig salzig. Ja, sie muss ja theoretisch auch noch einen Hauch durchziehen, ne? Ja. Deswegen habe ich ja für uns eine vorgemacht, damit wir die Bäuche dick kriegen. Ein bisschen Pfeffer vielleicht auch noch. Ja. Guck mal, jetzt sind wir auch hier konform mit beiden. Genau. So, sehr gut. Und wir müssen natürlich noch ein bisschen rühren. Denn es war noch sehr krisselig. Okay. So dass wir da vielleicht das Messer noch mal kurz reinsetzen. Versuchen wir mal. Genau, das ist kein Problem. Genau. Und dann kriegen wir einfach den Knupsi unten noch mal freischaufeln, sag ich mal. Und dann kann man das Messer wieder reinsetzen. Schön cremig noch. Ne? Genau. So, und ich habe noch ein Baguette für uns nämlich alle dabei. Ich würde sagen, schneiden wir jetzt nachher uns noch ein paar schöne Stücke, damit wir auch probieren können. So. Tina, was sagt denn die Uhr wegen unserer Baguette? Eine Minute. Guck mal nach. Wegen der Brezel, meinst du? Ja, wegen der Brezel. Ja. Aber wenn wir das machen, wenn ihr das riechen könntet. Linke Arm, ne? Was? Nix. Soll ich mal mit links machen? Nein, ich habe nicht den linken Arm. Ach so, genau. Ne? Also, immer gleich vom Workout. Ja. Also ich sage mal, hüftbreiter Stand. Bauchspannung halten. Genau. Scheinwerfer nach vorne. Scheinwerfer nach vorne. Nein, kenne ich gar nicht. Also los. Mädels, Jungs, ich gebe hier nichts ab. Wisst ihr, wie geil das aussieht? Oh, die sehen sehr, sehr das gut aus. Auch oh, gut. Guckt mal. Guckt mal, wie gut die aussehen. Und jetzt stellt euch mal vor, wir hätten die Brezel noch selber gemacht mit dem Teig und so. Oh nee, alles muss man nicht selber machen, Maria. Oh. Ja, man könnte. Ja. Man könnte. Du kannst das natürlich auch noch mit Vollkornteig machen oder genau, was. Genau, sind wir wieder beim Dinkel. Genau. Also. Echt gut, dass ihr hier seid. Ja. Ne? Wir machen auch ein schönes Präsentationsfoto von den ganzen Sachen für euch. Sieht das gut aus. Genau. Ja, sehr schön. Genau, ihr kommt dann rüber. Janine, würdest du mir das eventuell mal abnehmen? Hatten wir davon ein Foto jetzt schon gemacht? Habe ich gar nicht ja, so schön mitbekommen. Okay. Tina ist vorbildlich. Sehr gut. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, ihr habt schön mitgemacht. Es sei denn, es war euch wieder zu chaotisch, zu durcheinander. Aber so ist es schon mal, wenn man live ist. Oder? Ja, ihr Lieben. Wie ihr seht, kann Tupperware verdammt viel. Und das schmeckt halt auch nichts noch. So ist es. So, Kerstin, wollen wir noch gemeinsam Tschüss sagen? Warte, ich komme gleich mit dem Teller. Ah, sie will noch mal es richtig hübsch arrangieren und zeigen. Soll ich noch ein bisschen Schnittlauch dazu abschneiden? Ja, kannst du gerne machen. Ich kann ja mir hier so ein, zwei, die sie noch dran gelassen hat hier. Das ist ja wie so ein frisiertes Osterding. Da gibt es auch richtig so hübsche Sachen, ne? Mit Hund und sowas alles manchmal, wo das Gras draus wächst. So, ich habe dann schon erstmal das für euch geholt, das eine. Und guck dann mal hier ins Löchlein rein. Wunderbar. Genau. So. Aber da machen wir jetzt natürlich keine Leberwurst drauf, ne? Das sind verschiedene Nein. Auf Spaghetti kommt die Leberwurst. Genau. Das habt ihr ja schon gesehen. Hinterher kriegt ihr noch das Foto. Vielleicht, Maria, das könntest du dann machen, hinterher die Fotos untersetzen. Ja, unbedingt. Dass ihr das dann ausprobieren könnt. Das Rezept hattet ihr ja in der Veranstaltung schon. Mhm. Ne? Und dann gucken wir mal, ne, was es wird. Und wenn ihr wollt, schickt euch uns doch einfach eure fertigen Fotos von euren Sachen auch einfach zu. Ne? Richtig, wir freuen uns, wenn auch unsere Kollegen, Freunde, Bekannte, Familien, Kunden unsere Rezepte nachkochen und das Feedback einfach kommt. Genau. So, dann komm mal her.
dann sagen wir gleich Tschüss zu euch, ihr Lieben. Genau. Und hoffe, dass ihr euch nächste Woche wieder einschaltet, wenn es heißt 3, 2, 1. Und wir sind wieder live, dann 19 Uhr aus Neubrandenburg von für euch. Genau. Und aus Bützow immer 17 Uhr. Genau. Macht's gut. Tschüss.